So, meine Lieben, da bin ich wieder zurück. So, und zwar hier blende ich euch jetzt einmal das Bild ein, was ich gemacht habe. Ich habe das nämlich einmal aufgemalt, so. Denn nach diesem Hinweis haben wir erfahren, es können die Zahlen 0, 2, 6 und 8 sein. Und hier oben sehen wir es. Um herauszubekommen, was es ist, weil wir haben ja jetzt noch keine Zahl, die wir irgendwie ausschließen können von diesen vier Zahlen. Wahrscheinlichkeiten, die wir da einbeziehen müssen, nämlich jedes mit jedem. Und zwar addieren. So, da habe ich das nochmal aufgeschrieben. So, ich halte jetzt sehr ungewöhnlich, die 0 damit einzubeziehen. Und zwar besonders aus dem Punkt 0 minus 1, weil 0 minus 1 haben wir eine negative Zahl. Und das wäre ein negatives Gewicht und das kann nicht sein. So. Genauso gut wie 0 plus 1, das wäre ganz, ganz, ganz wenig Zucker. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Also, diese 0, da seht ihr es, die würde ich da erstmal ausklammern. So, und wenn ich mir jetzt so die Ergebnisse mal da rechts angucke, ich habe die auch, nachdem ich sie nur im Kopf gerechnet habe, wirklich nochmal mit dem Taschenrechner nachgerechnet, nicht, dass ich euch jetzt hier Käse anbiete. Ich würde das nämlich doch ganz gerne jetzt als nächstes mit der 8 probieren, denn die taucht dreimal auf. So, wenn das auch wieder falsch ist, dann habe ich keine Ahnung. So, die 8. Wenn man kurz auf meine Idee hören könnte. Auch wieder nicht. Ich möchte jetzt halt nicht alles durchprobieren. Ich glaube, dann ist es sinnvoller, wenn wir uns noch ein paar Tipps kaufen. Hinweise zeigen. So, wir kaufen uns einfach noch einen Hinweis. Schau dir mal die Zahlen 0, 2, 6 und 8 an und finde heraus, welche sich in andere Zahlen ändern würden, wenn der Teil links unten nicht angezeigt wird. Okay, jetzt bin ich komplett raus. Die Waage auf der rechten Seite zeigt ein Gewicht, das 1 Gramm leichter als das korrekte Gewicht ist. Die einzige Zahl, die hier passen würde, ist die 6. Versuche auf gleichem Weg die Zahl für die linke Waage herauszufinden. Hä? Dass 1 Gramm leichter ist als das korrekte Gewicht. Also das korrekte Gewicht wären dann 7 Gramm. Da haben wir die 6. Also die 6. Also die 8 war es nicht. Ich würde jetzt... Haben wir die 12 schon probiert gehabt? Die 14 hatten wir ja schon probiert, ne? Dann würde ich nämlich fast die 12 jetzt probieren als Zahl, weil die 8 war es ja nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ich gucke gerade mal in die Notizen. Ja, genau. Ach so, nee, die 14 haben wir auch noch nicht ausprobiert. So, ich glaube, ich würde dann jetzt einfach mal 12 hier eingeben. Ich habe die Befürchtung, dass ich totalen Käse mache. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht... Auch wieder nicht. Ach Mann, am Ende sind überhaupt keine Pikaraten mehr übrig. Ja, dann verstehe ich es nicht. Ich verstehe es nicht. Ach Mann, ich finde sowas absolut frustrierend. Ich weiß, ich stelle mich gerade tierisch doof an. Aber ich weiß nicht, was dieses Spiel von mir möchte. Ach Mann, das ist doch Käsemist. So, dann jetzt die 14. Und wenn das auch nicht klappt, dann möchte ich ein Stück Schokolade haben. Ja, wir haben es geschafft. Okay, die 14, meine Lieben. 14. Und wir haben... Ach Mann. Ah. Oh Mann, das werde ich mir jetzt hier einmal markieren. Das war eine Geburt. So. Es tut mir leid, ihr Lieben. Wer von euch wäre denn da oder wer von euch ist da irgendwie schneller drauf gekommen? Hm? Das würde mich interessieren. Zuckersüß. Das eigentliche Gesamtgewicht des Zuckers war 8 Gramm auf der linken Waage und 6 Gramm auf der rechten. Vielleicht sollte man sie mal reparieren lassen. Ja, ich glaube auch. Hm. Zuckerwagen. Blöd. Hervorragend, Miss. Das feiern wir am besten mit einem Stück Kuchen. Ja, ich möchte bitte auch eins. Aber leider muss das wohl bis nach Abschluss der Ermittlungen warten. Ich möchte nicht mehr in dem Regal suchen. Wer weiß, was ich da noch finde. Teddy. Teddys sind toll. Was für ein seltsamer Ort, um einen so riesigen Teddybären zu finden. Er ist so süß, nicht wahr? Aber in diesem Laden gibt es ja schließlich auch lauter süße Sachen. Wie schrecklich, Ernest.
Einfach grauenhaft. Tut mir leid für euch, aber auch egal. Ich schätze, er dient hier nur als Dekoration. Oder nicht? Nein, Ernest. Ich meine, der Spruch war absolut schrecklich. Einfach grässlich. Nun, dann hättet ihr den wohl lieber entbehrt, oder? Haha, unser Ernest, König der Flachwitze. Oh, aber wartet mal eben. An diesem Bären ist etwas seltsam. Haha, das ist gar kein Bär. Das ist einer meiner Kuchen. Wirklich? Das ist kein echter Bär. Da wäre ich nie drauf gekommen. Man merkt es einfach nicht, so realistisch sieht der aus. Ist denn alles hier drin eine ihrer Kreationen? Nein, ja. Alles, was Sie hier im Laden sehen, ist ein Kuchen oder ein Gebäck, das ich so geschaffen habe, dass es wie etwas aus dem täglichen Leben aussieht. Nun, ich merke schon, dass Sie ein wirklich seltenes Talent haben, Mr. Handy. Für mich besteht ein Teil des Vergnügens darin, immer wieder zu schauen, wie lebensecht ich meine Kreationen machen kann. Ich benutze unterschiedliche Zutaten aus der ganzen Welt, um Dinge zu erschaffen, die vollkommen lebensecht aussehen. Da könnte er uns doch jetzt ersatzweise einfach mal so einen Zeiger zurechtbacken, oder? Was haltet ihr denn von der Idee, damit da dieser Typi, der da kommen will, ich finde es ja auch charmant, wie er da mit seiner Zunge hier immer von links nach rechts guckt, mal achtet man drauf, dieses... Wie so ein kleines echsenartiges Tier. Genau, er könnte doch jetzt da einen Zeiger backen. Aktuell experimentiere ich mit Waffeln herum. Also, Ihre Mühen zahlen sich wirklich aus, Mr. Handy. Diese Kreationen sind atemberaubend. Nein, ja, meinen Kunden gefallen sie. Sie wollen solche Kuchen als Geschenke für ihre Freunde und für Feiern. Der Bär besteht in weiten Teilen auch aus Waffeln. Nur die Augen sind aus Schokolade. Wow! Ich bin beeindruckt. Schauen wir uns nochmal um, Miss. Okay, der Bär ist also auch ein Kuchen. Oh, die Uhr ist auch ein Kuchen. Das erklärt, warum sich die Zeiger nicht bewegen. Es ist schwierig zu erkennen, nicht wahr? Ich hatte zuerst wirklich gedacht, dass es eine echte Uhr wäre. So, da haben wir noch Blümchen und nochmal Blümchen. Mr. Handy meinte doch, all diese Ornamente und Dekorationen im Laden wären Kuchen, die er selbst hergestellt hat, oder? Daher können wir davon ausgehen, dass diese Blumen auch keine echten Blumen sind. Oder etwa nicht? Ja, da hast du durchaus recht, Ernest. Bei näherer Betrachtung scheinen sie aus Zuckerguss oder etwas Ähnlichem zu bestehen. Ich frage mich, wie sie schmecken. Miss Layton... Nein, du kannst doch nicht einfach ein Stück von etwas so Schönem abbeißen. So, haben Sie sich schon entschieden, was Sie möchten? Oh, Entschuldigung, wir waren so sehr damit beschäftigt, all die herrlichen Dekorationen zu bewundern. Ja, ich glaube, ich nehme ein paar von Ihren Windbeuteln, bitte. Na ja, aber es macht Ihnen hoffentlich nichts aus, kurz zu warten, oder? Ich stelle meine Windbeutel immer frisch her. Die Sahne kommt auch erst hinein, wenn sie bestellt werden und keinen Moment früher. So bleibt die Außenhülle auch so herrlich knusprig, wie sie sein soll. Oha, oho, da läuft mir wirklich das Wasser im Munde zusammen. Gut, dann gehe ich in die Küche und bereite sie für Sie zu. Bitte warten Sie hier. Na toll, jetzt möchte ich auch einen Windbeutel haben. Hast du Witterung aufgenommen, Cat? Eigentlich ist mir hier vor allem die Mülltonne ins Auge gefallen. Die Mülltonne? Weil? Warum? Man könnte sie mal ausleeren, oder nicht? Der ganze Müll quillt ja schon raus. Ja, die wirkt irgendwie völlig fehl am Platz in einem so eleganten Laden. Es scheint vor allem Papier drin zu sein. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Ja, untersuchen wir den Müll, aber ich möchte auch mit dem Mädchen reden. Hallo? So, erst gucken wir... So, was haben wir denn im Kuchen gefunden? Du hast Folgendes entdeckt. Mehrfarbige Makronen. Regenbogenmakronen. Kein Einhornkuchen, sondern Regenbogenmakronen.
Sind sie nicht wunderschön, diese Cupcakes mit ihrem wundervollen Rosenbelag? Ach Manu, jetzt möchte ich Kuchen haben. Mögt ihr den Gebäck genauso? Meine Güte, das sind ja fast zu schön zum Essen. Und es sieht nach einem Pfefferkuchenhaus aus. Oh Mann. So, gucken wir in den Müll. Und ich glaube, wir haben im Müll ein Rätsel gefunden, oder? In dieser Tonne sind jede Menge Papierschnipsel. Allem Anschein nach ist das eine Zeichnung von irgendetwas. Ich frage mich nur, von was genau? Das lässt sich schlecht sagen, wenn man das Papier in Fetzen gerissen hat. Oh, puzzeln! Komm, lass uns puzzeln! Das kann ich vielleicht besser. Nein, wir werden etwas dagegen unternehmen müssen. Ein Rätsel! Ja, Rätsel Nummer 6, die Bastelstunde. Okay, basteln mag ich. Erinnert mich gleich daran nochmal, an meine eigenen Worte. Im Papierkorb liegen ein paar Papierschnipsel, auf die beidseitig etwas gezeichnet wurde. Beidseitig? Setze sie wieder zusammen und finde heraus, was die Bilder zeigen. Verschiebe das Papier, um es im Rahmen zu bewegen. Ach, Schieberätsel. Verdammt. Dabei dürfen keine Teile überlappen. Teile, die bereits zusammengesetzt wurden, können nicht bewegt werden. Du kannst das Papier umdrehen, indem du es berührst. So, okay, das ist also der Inhalt unseres Mülleimers. Da sehen wir auch schon eine Unterschrift. Und, da sehen wir eine Unterschrift. So, genau, wir müssen das Ganze jetzt drehen. So, das heißt, wir puzzeln das jetzt zusammen. So, hier, also legen wir das doch erstmal sinnvoll zur Seite. Und da ist mir der Bildschirm ein bisschen zu klein. So, das kann eigentlich nur hier oben in die Ecke kommen. So, hier unten, ich räume das mal hier so ein bisschen zur Seite, brauchen wir etwas Längliches. So, das ist natürlich fies mit diesen zwei Sachen, aber ich würde mal tippen, das hier. Genau, also mit diesen zwei Seiten, mit diesen zwei Sachen. Manchmal rede ich ganz schön viel Mist und Müll. So. So. Das hat irgendwie was von einem Zeiger, oder? Findet ihr nicht auch? Guck mal, das sieht aus wie ein Zeiger. Dann schon eher so. Nein. Nein. Kann man die auch drehen? Okay, das passt gerade noch nicht so, aber ich finde... Ja, weil hier passt das ja nicht. Was ist denn mit dem hier? Okay, so wird, glaube ich, mehr ein Schuh draus. Aber ich finde, es hat etwas von einem Zeiger. Findet ihr nicht auch? Weil dann ist das hier nämlich... Ja, schon irgendwie richtig. So, aha, wenn wir das jetzt umdrehen. Aber das sieht doch komplett falsch aus. Hä, wo soll denn das hin? Weil da passt das ja wohl schlecht hin. Okay, dann ist das auch nicht das Teil, was da ranpasst. Ach, verdammt, das schon eher. Kennt ihr sowas, wenn man irgendwie am Rumpuzzeln und Überlegen ist und irgendwann einfach alles gut aussieht und passend und richtig und man sich einfach nur denkt, what the fuck, was ist das? Oh, guck mal, das sieht doch viel besser aus. Dann nehme ich das da weg, machen das da hin. Ich finde den Bildschirm gerade ein bisschen zu klein. So. Aber wir haben hier hinten auf jeden Fall noch eine Unterschrift drauf. Ich hoffe, wir können das ja gleich umdrehen. Hoffe ich natürlich. So. Haha. So, jetzt wird ein Schuh draus. So. Genau so. Ich möchte sehen. Das ist ein besonders interessantes. Ja. Ich bin immer noch sauer über diese Rechenaufgabe da mit diesem Zucker gerade. Gut, können wir nicht ändern. Meisterlich rekonstruiert. Oh, guck mal. Ach so, das ist kein Zeiger, das sind... Aha, okay. Das waren die Hinweisgedöns da, ne? Nachdem du die Papierschnipsel zusammengesetzt hast, siehst du ein Rezept für Brot in der Form eines Tintenfischs.
Auf der einen Seite, auf der anderen ist etwas, was wie ein Uhrzeiger aussieht. Ja, siehst du, genau, dann soll er uns doch dieses Brot einfach überbacken. Und wir setzen dann Brot oben in den Big Ben. Ach, schön. Ach, hört, das Brot klingelt. Nein, Entschuldigung. Oh, guck mal, jetzt kann man sehen, was es ist. Es sieht aus wie eine Art Rezept für Tentakelbrot anscheinend. Gott, das klingt für mich aber gar nicht appetitlich und ich bin ein Hund. Aber schau mal auf der Rückseite. Was steht auf der Rückseite? Auf der Rückseite hat man auch etwas gezeichnet. Wollen wir mal sehen. Das ist der verschwundene Zeiger vom Elizabeth Tower. Und auch noch eine Anleitung, wie man ihn baut. Das ist eine Blaupause, Miss. Was zum Teufel macht denn eine Blaupause des Big Ben Zeigers in der Mülltonne von Jerry Hennys Konditorei? Na, könnte die vielleicht von seinem Bruder sein? Ich glaube, wir behalten dieses Stück Müll lieber. Darf man das, Miss? Also ohne zu fragen, meine ich? Es war eine Mülltonne, Ernest. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Mr. Henny es nicht mehr haben wollte. Oh, und wenn man vom Teufel spricht. Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Hier sind Ihre Handy-Spezialwindbeutel. Oh, vielen herzlichen Dank dafür. Nein, ja, vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns einmal wieder. Ich bin mir sicher, dass wir das werden. Bis dahin. Gut, jetzt haben wir uns um den Nachtisch gekümmert und können zurückgehen. Endlich zurück zur eigentlichen Sache. So, unser nächster Hinweis, den Bauplan für den Uhrenzeiger. Haben wir gefunden. Hinweis Nummer 5. Es nimmt Form an, unser Fall. So, wir sollen wieder zurück zur Chancer Lane gehen. Ich möchte aber mit dem Mädchen reden. Diese Kuchen sind wirklich himmlisch. Und dann werden sie auch noch so wunderschön präsentiert. Beauty Bells. Cherry ist wirklich so talentiert. Er kann Kuchen in allen erdenklichen Formen und Farben backen. Wissen Sie? Es sieht alles so lecker aus. Ich kann mich kaum entscheiden, was ich kaufen soll. Ich glaube, ich nehme einen von denen. Nein, doch. Nein, doch. Oder vielleicht. Nein, ja. Ach, wenn ich hierher komme, kann ich gar nicht anders, als die Angewohnheiten von Jerry nachzuahmen. Oh, das hat er ja dezent gehabt. So, jetzt können wir zurück, denn wir haben mit dem Mädchen geredet. So, auf die Karte. Los, genau da möchten wir wieder hin. Na schön, Kat, wohin geht es als nächstes? Du warst im Restaurant und in der Konditorei. Bitte sag mir, dass du jetzt endlich satt wirst. Ja, ich würde kein einziges Minzplätzchen mehr runterkriegen. Dann gehen wir doch jetzt weiter die Chance allein runter. Wenn wir uns nördlich halten, kommen wir direkt zur Detektei. Oh, ich weiß jetzt, was du denkst, Miss. Wir legen dort einen Zwischenstopp für ein kurzes Strategiegespräch ein, oder? Um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Falsch. Es gibt eine reizende kleine Boutique neben der Detektei Layton. Ich dachte mir, wir werfen mal einen Blick da rein. Wie bitte? Eine Boutique, Miss? In Ordnung, das reicht jetzt, Kat. Denk doch mal an die Arbeit. Na los, Ernest, gib mir Rückendeckung. Haha, schön. Ja, eine Frau, die uns die Tasche erklärt, will natürlich nach dem üppigen Essen shoppen. Genau so. Nachdem sie gefühlt für 10 Leute gegessen hat und in vermutlich jedes Kleid reinpasst, ach, ich finde sie irgendwie trotzdem sympathisch. Nun, wenn Miss Layton sich erstmal noch ein paar entzückende Kleider besorgen will, dann bin ich natürlich ganz dafür. Oh Herr, gebt mir Kraft. Ha, kommt mit, die Boutique wartet. Okay, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Die will ernsthaft shoppen gehen. Eieieiei. So, aber da haben wir unsere Detektei. Da sehen wir sie. Nun, wir stehen hier vor der Detektei Layton. Wo ist denn nun diese Boutique? Sie ist gleich nebenan. Komm schon.
Bist du denn wirklich Detektivin? Also langsam habe ich da so meine Zweifel. Meinst du, sie hat geöffnet, Miss? Vielleicht ist die heute geschlossen, wenn es nur ein kleiner Laden ist. Da könntest du recht haben, Ernest. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Wir gehen hin, oder? Ah, guck mal. Ach, schaut mal. Eine Katze. Können wir? Nein, ich möchte... So, da haben wir unsere Lupe. Ich möchte gucken. Ich möchte mit dieser Katze. Haha, so, so. Oh. Oh, eine kleine Katze. Offenbar ein Streuner. Hat sich vielleicht verlaufen? Was meinst du? Armes kleines Ding. Wir müssen es zu seiner Mama bringen. Ein Rätsel? Rätsel 10. Wiedervereint. Das ist ein Amida-Kuchi, eine sogenannte Leiterlotterie. Du musst waagerechte Linien platzieren, um die Tierkinder zu ihren Müttern zu bringen. Wie viele waagerechte Linien musst du mindestens platzieren? Tippe das Feld an, um deine Antwort einzugeben. Um mehr darüber zu erfahren, wie ein Amida-Kuchi funktioniert, berühre einfach die Schaltfläche links, um eine Zusammenfassung zu erhalten. Bei einem Amida-Kuchi folgst du von ganz oben einer senkrechten Linie nach unten. Sobald du auf eine waagerechte Linie triffst, folgst du dieser, bis du wieder auf eine senkrechte Linie triffst, der du dann wiederum folgst. Ah, okay. Wie viele Ach so. Ah, ja, okay, ich verstehe.